Ich danke dem Lutz Silmering. Wir wollen weltweit abschalten, natürlich auch auf Kosten der Betreiber. Ganz wichtig, wenn ich nur an die EEG-Umlage denke. Es spricht jetzt als nächstes zu uns der Patrick Schröder von der Montagsdemo aus Braunschweig. Bitte sehr, lieber Patrick. Danke sehr. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Liebe Demonstrationsteilnehmer und liebe Demonstrationsteilnehmerinnen, besonders grüße ich auch alle Kinder, Jugendliche oder Teenager unter den Demonstrationsteilnehmern. Es ist äußerst wichtig und schön, dass wir heute hier in Berlin zusammengekommen sind und zusammenkommen konnten. Der Begriff Montagsdemonstration ist ja nicht erst seit 2004 in den weltweiten Lexika und Enzyklopädien zu finden, sondern hat seine besondere Bedeutung und Zusammenhang mit der Wende in der ehemaligen DDR erhalten. Jeder Mensch, selbst der größte Erfinder oder Weiterentwickler bzw. der Landwirt und mehrfachste Rekordhalter, entwickelt sich aber weiter und es ist schön, dass nun eine gesamtdeutsche Montagsdemonstration stattfinden kann. Wesentliche Argumente haben sowohl im ehemaligen Ostsystem als auch im ehemaligen Westsystem, aber nicht nur in der Öffentlichkeit gefehlt. Sie haben in der Universität gefehlt, in den Schulen gefehlt, in der Spitzentechnologie und in der Wissenschaft gefehlt. Sie sind somit in der gesamten bisherigen Erd- und Menschheitsgeschichte noch nicht bekannt gewesen oder bearbeitet und beachtet worden. Obwohl es in den Kirchen oder an anderen Stellen, an denen über Weltanschauung gesprochen worden ist, nicht gelehrt oder ausreichend mit entsprechenden Konsequenzen betont worden ist, geht es nämlich darum, dass der gesunde oder prototypische Mensch etwas extrem Seltenes ist. Nicht nur die kosmischen Zeiträume im Verhältnis zur Dauer eines Menschenlebens von 1871 oder 1914, durchschnittlich 37 bis 47 Jahre, heute sind es immerhin 70 bis 80 Jahre, das ist ein ganz schöner Sprung auch in der menschlichen Alltagsdynamik, sondern auch die Raumproportionen im Vergleich zu einem Menschen sehr runterführt. Denn die Menschengröße im Vergleich zum relevanten bewohnbaren Teil der Erdgröße, dieser im Vergleich zur Erdkugel, dieser im Vergleich zum Gesamtsonnensystem, dieses Sonnensystem im Vergleich zur Gesamtgalaxie, das spielt für sich auf jeden extremen Seltenheit. Das sollte natürlich auch zum eher gelungenen Sonnensystem mit erdähnlichen Planeten kommen. Der Begriff und das Wort Sonnensystem, das hätte früher schon sinnvollerweise durch den Begriff Zeitvertreibssystem, Bemühungssystem oder Zusammenarbeitssystem ersetzt werden können und sollen. Das ist nämlich, weil gerade ich dachte, ganz schön desorientiert. Und jede elementare Beteiligung dieses Zusammenarbeitssystems sollte so gut wie möglich und mit größtmöglicher Eigenständigkeit an die Reihe kommen. An die Reihe kommen heißt aber, dass der Mensch an der Spitze der Natur ist, alles andere, insbesondere auch das Hergestellte, dass das Hilfsmittel sein sollte, wenn man es im Hinblick auf die Waffen sieht, die einfach auch abgebaut werden sollen, natürlich ganz klar keine Berechtigung haben, damit sich dieser Mensch weiterentwickeln kann. Es ist daher nicht nur sinnvoll, warum gab es also in diesem Zusammenarbeitssystem bisher die ganzen fehlenden Debatten zur Kostenfreiheit des Naturproduktes Geld? Geld wurde in der gesamten Menschheitsgeschichte zwar hergestellt, aber noch nie ordnungsgemäß verteilt. Im Gegenteil, bei einer Geburtsurkunde bekommt der eine seine bedürftige Karriere sozusagen gleich bescheinigt und der andere Häuser oder andere Besitzstände weltweite Firmennetzwerke, obwohl beide gleichermaßen leblos sind und sich beide gleichermaßen zu Schönheit heranzuentwickeln haben müssten, weil es ja auch andere Gelungenheit ist, ja auch Schönheit. Und also das ist ein Strafandruck. Einerseits Leute, die ganzen Strafandruck auch von Volksvertretern selber wollen sie Geld herstellen, aber Mitmenschen wollen sie das versuchen sie zumindest aufrechtzuerhalten, dass der Geld nicht verboten oder unter Strafe gestellt werden soll. Das ganze gegenseitige Fehlen in der Acht gucken. Datenschutzbetrug, grundlegender Datenschutzbetrug, das muss ganz anders in Zukunft in der Öffentlichkeit thematisiert werden, weil jeder Mensch, als selbst der Stärkste und der Schwächste, das hilft, und zwar nicht nur in der Situation der Geburtsurkunde oder der Geburt, sondern auch das ganze Leben. Das schafft keiner, die Jahrtausende, das schafft nur die gesamten, der gesamte Zusammenhang der tausenden Menschenketten, die gesamten Alltagsgegenstände herzustellen. Und das schafft keiner, seine Welt, alles, was es benutzt, schafft das herzustellen und muss also mit anderen arrangieren. Warum also dieses bisherige komische Arrangement auch, genau. Also man kann sich auch mal nicht wenden, aus Braunschweig komme ich, Abitur 15 Punkte gleich 0 Punkte, komplett nach Universitätsdiplom. Ich weiß, was dazu sagen, weil ich schlage damit Spitzenpunkte und alle Spitzenpunkte noch Wissenschaft und Universität.